Gedankenanstoß und Inspiration. Ganz herzlich willkommen zum ersten Donnerschlag der Metal Church im Jahre 2024. Metal Church? Wie im Rugby. Was wir aus dem Rugby lernen können. Letzten Herbst fand in Frankreich die Weltmeisterschaft im Rugby statt. Die Spiele, die haben mich so begeistert, dass ich fast jeden Match geschaut habe. Das Spiel und die Kultur dahinter, zumindest so, wie es von den Kommentatoren im Fernsehen geschildert wurde, hat mich mitgerissen, begeistert und auch zum Nachdenken angeregt. Ich möchte euch in 4 Punkten hineinnehmen in meine Gedanken zu Rugby, Metal Church und Jesus. Erster Punkt. In den Kommentaren zu den Spielen wurde immer wieder hervorgehoben, dass jeder Rugby spielen kann, egal welche Postur er hat. Gilt übrigens auch für Frauen. Da ich jedoch von der WM der Männer erzähle, ergibt sich die männliche Form. Es braucht die kräftig Breiten, wie auch die flinken Kleinen. Die, welche die Übersicht haben und auch die, welche mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ein Spitzenteam braucht unterschiedliche Spielertypen, um erfolgreich zu sein. So hat jeder seinen Platz und seine spezifische Funktion. Für gewisse Positionen auf dem Feld braucht es sogar spezielle Ausbildungen und ohne diese darf man auf dieser Position nicht spielen. Was sie verbindet, das ist die Freude am Spiel. In der Metal Church gibt es auch die verschiedensten Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Ich verstehe die Metal Church als ein Ort, an dem jede Person willkommen ist und einen Platz hat, der auf ihn oder sie zugeschnitten ist. Die Metal Church ist offen für alle Menschen. Was uns verbindet, der Glaube an Jesus und Metal. Zweiter Punkt. Im Rugby-Spiel geht es mit voller Kraft voraus. Immer Vollgas, extrem hart an der Grenze. Manchmal sieht es aus wie Krieg. Menschen prallen mit voller Wucht aufeinander ein. Jeder gibt vollen Körpereinsatz, kämpft um den Ball, sprintet und tackelt, oft bis aufs Blut. Was mich in diesem Zusammenhang beeindruckt hat, ist die respektvolle Haltung gegenüber den anderen Spielern. Es sind nicht die Gegner, sondern die Spieler des anderen Teams. Die haben die gleiche Berechtigung, auf dem Platz zu stehen wie ich. Und daraus abgeleitet das faszinierendste Gesetz im Rugby. Jeder Spieler hat die Pflicht, die anderen Spieler zu schützen. Nicht, ich darf ihn nicht verletzen. Nein, ich muss ihn schützen. Das ist Zeuge von allergrößtem Respekt unter den Spielern. Wie gehen wir um mit den anderen? Wie denken wir über unsere Mitmenschen? Kann ich in jeder Situation behaupten, dass ich alles dafür getan habe, mein Gegenüber zu schützen? Oder nehme ich seelische Verletzungen in Kauf? Ich sehe hier eine Verbindung zu einem der grundlegendsten Gebote der Bibel. Liebe deinen Nächsten. Dabei geht es nicht um Zurückstecken, den Vortritt lassen und immer lieb und brav zu sein. Im Rugby geht es voll zur Sache, handfest, mit einer geballten Ladung Energie, geradeaus in die gegenüberstehende Linie hinein. Es kracht und blutet. Und genau da gilt dieses Gesetz. Ich muss den anderen schützen. Ich darf Vollgas geben, mich in die andere Linie stürzen, laut werden, für meine Bedürfnisse einstehen. Doch immer mit einer Liebe für das Gegenüber in meinem Herzen, ihn vor Verletzungen zu schützen. Und noch was. Die Spieler geben sich nach jedem Spiel die Hand und schauen sich in die Augen. Das zeugt von Menschheit, dem Wissen, dass wir gleich sind und wir beide Fehler gemacht haben. Und übrigens, im Rugby gibt es keine Regeln, nur Gesetze. Und der Schiedsrichter hat das Recht, diese Gesetze auszulegen. Auch so ein absolut geiles Ding. Dritter Punkt. Bisher habe ich klar für die All Blacks sympathisiert. Klar, die spielen immer in schwarzen Trikots. Das ist mir rein schon von der Farbe sympathisch. Doch in diesem Jahr hat mich ein anderes Team besonders berührt und all meine Rugby-Sympathien gewonnen. Die Man in Green.
Die haben mich mit ihrer Spielweise sehr begeistert und ich bedauerte es zutiefst, dass sie bereits im Viertelfinale ausgeschieden sind. Doch dies war nicht der Hauptgrund für meine Sympathie. Es ist der Umstand, dass in dieser Mannschaft Spieler von Nordirland und Irland vereint sind. Eine Insel, zwei Konfessionen, zwei Länder, ein langerblutiger Konflikt und ein Team. Davon wünsche ich mir mehr, dass wir verbinden, statt zu trennen, dass wir vereinen, statt die Unterschiede zu sehen. Und jetzt noch zum vierten und letzten Punkt. Der Stolz, mit welchem die Spieler ihre Nationen vertreten, ist deutlich sichtbar. Im Rugby ist es mit der Nationenzugehörigkeit etwas anders als in den mir sonst bekannten Sportarten. Es scheint mir einfacher zu sein, die Nation zu wechseln, als wir uns das vom Fußball oder so gewöhnt sind. Und doch zeigen diese Spieler einen Riesenstolz und eine Dankbarkeit, für ihre Nation spielen zu dürfen. Tränen und lautstarkes Mitsingen bei der Hymne sind Zeugen von Stolz und den Werten dieser Personen. Es ist die Echtheit dieser Männer. Sie stehen für ihr Land, ihre Teamkollegen, ihr Spiel und ihre wahre Größe. Wir können unsere Zugehörigkeit auch selber wählen und sind nicht von unserer Herkunft gefesselt. Es ist uns möglich, alte Zugehörigkeiten in Form von Lebensmustern und Glaubenssätzen loszulassen und uns einer neuen Nation anzuschließen. Wir können Altes hinter uns lassen und uns einer neuen Nation anschließen. Ich gehöre zur Nation Jesus. Zu welcher Nation gehörst du? Erfüllt dich der Gedanke an deine Nation mit Stolz? Ich wünsche dir eine Zugehörigkeit, bei welcher du Tränen überströmt und voller Inbrunst deren Hymne singen kannst. Mein Name ist Debu Dätwiller und bin Präsident der Metal Church.